Lebendig sprechen und punktgenau landen. Der kleine Stimmkompass von Silke Volkmann. Dieses Buch hat mich die letzten zwei Tage intensiv begleitet und in meiner heutigen Buchrezension möchte ich da gerne meine Erfahrungen, mein Wissen und meine Eindrücke von dem Buch mit euch teilen. Zum einen, das Buch ist relativ kompakt, es hat 120 Seiten oder 130 Seiten. Ist auch durchaus preiswert mit 12 Euro, glaube ich, oder 10 Euro. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, steht irgendwas drauf. Ich habe es als Rezensionsexemplar bekommen, aber ich glaube, es waren wohl 12 Euro. Das Buch hat sehr positive Bewertungen erhalten und das Buch wird jetzt auch in Englisch erscheinen. Das heißt, ja, Grund genug, um da mal ein bisschen intensiver reinzuschauen. Und ja, die Autorin hatte mich gleich am Anfang mit dem ersten Kapitel schon ja, an einem guten Punkt erwischt. Sie hat referiert auf das Guten Morgen, nicht auf meinen Guten Morgen, sondern generell, wie Leute Guten Morgen sagen. Und da geht es halt darum, ob du die Stimme am Ende nach unten senkst, so Guten Morgen, oder ob du sagst Guten Morgen. Oder du sagst, wie ich, Guten Morgen. Ja, also es hat schon einen ganz unterschiedlichen Einfluss. Das heißt, die Sprache an sich ist das eine, aber wie man die Stimme einsetzt, ist das andere. Und generell ist das Buch als ein grundsätzliches Werk zu verstehen. So habe ich es zumindest verstanden. Es wird die Ganzheitlichkeit angesprochen, dass deine Gefühle, dass deine Emotionen, dass diese ja auch durch das Sprechen ausgedrückt werden und dass du dich im Flow befindest. Das heißt, dass du nicht von etwas redest, wo du gar keinen Bezug dazu hast, weil dann auch der Zuhörer das energetisch merkt. Sie hat es nicht immer ganz so auf den Punkt gebracht, dass das so ist, aber es kommt halt durch und das finde ich sehr, sehr wichtig. Ist auch sehr, sehr wichtig, dass man sich gegenseitig wertschätzt in der Kommunikation. Das heißt Respekt gegenüber den anderen, auch dass man sich nicht nur seiner selbst, sondern auch des anderen Willen eben gut ausdrückt und dass da ja, die Zeit möglichst effektiv genutzt wird, wie die zwei Menschen in einer Kommunikation sozusagen verweilen. Das finde ich grundsätzlich als sehr, sehr guten Ansatz. Das Kapitel 1 ist so ein bisschen, geht darum, die Notwendigkeit dafür, das kann man eigentlich theoretisch fast weglassen. Wenn man sich so ein Buch kauft, dann braucht man quasi ja nicht die Notwendigkeit der Sprache und des sich gut Artikulierens nochmal zu erwähnen. Aber vielleicht als Motivationsbissen, wer es nicht schafft, 100, 130 Seiten auf einmal zu lesen, der hat dann im Kapitel 1 nochmal die nötige Motivation. Es sind viele Ideen enthalten zum Stimmtraining, die allerdings fast alle mir schon bekannt waren. Ich habe ja schon ein paar Bücher zum Stimmtraining auch euch auf dem Kanal jetzt hier vorgestellt. Die Macht der Stimme, dann noch zwei, drei andere von dem Herrn mit der Glatze, ich habe den Namen vergessen, egal. Die perfekte Rede, genau. Und ja, entsprechend war mir vieles schon bekannt. Aber zwei Sachen sind mir neu gewesen und die fand ich sehr, sehr interessant. Einmal das Powerposing und einmal die Sprechwolke. Das sind zwei Ideen, die ihr hier erfahren werdet. Zum einen das Powerposing, dass man halt, was nicht neu ist, durch sein Auftreten im Vorfeld, also durch etwas vom Außen, sich sein eigenes Gemüt quasi, ja, sein eigenes Gemüt beeinflussen kann. Und das ist ähnlich wie mit dem Lachen, was ihr ja kennt von meinen Videos, wo es darum geht, Lebensfreude zu erhalten, indem ihr einfach 30 Sekunden oder länger gekünstelt lacht und sich das dann auch überträgt auf euren Körper. So ähnlich funktioniert das Powerposing, ist auf jeden Fall eine gute Sache. Mit der Sprechwolke ist für mich, habe ich sehr gut visualisiert, dass man aufrecht steht, weil ich tendiere immer da so ein bisschen nach vorne zu bücken, dass man aufrecht steht und sich sozusagen an die Wissenswolke anlehnt, was man sagen möchte und das dieses Wissen dann ganz, das habe ich mir dann zusätzlich sozusagen gedacht, so ganz spärlich durch den Körper fließt. Weil ich habe immer das Problem, dass ich zu schnell rede und da kann ich das eine mit dem anderen gleich verbinden. Da kommt gleich ein kleiner Kritikpunkt in Bezug auf das Buch. Es ist so ein bisschen, habe ich das Gefühl, das Buch an die Redner oder an die Menschen, es wird ja nicht nur auf Redner referiert, sondern Kommunikation ist auch in unserem Alltag sehr wichtig, die so eher so ein bisschen zu leise reden, die ein bisschen zu langsam reden, die ein mangelndes Selbstwertgefühl haben oder Selbstbewusstsein. Da sind sehr viele konkrete Tipps. Aber für Menschen,
die ein sehr starkes Selbstbewusstsein haben, die zu dominant auftreten, die zu laut reden, da gibt es wenig konkrete Tipps. Außer natürlich leiser reden und nicht so dominant auftreten. Das ist, habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass das halt eher so für die, ja, für die etwas schüchternen Redner sehr, sehr gut geeignet ist, das Buch. Generell findet sich halt in dem Buch von den Tipps her eher so allgemeine Sachen. Es sind auch ein paar spezielle Dinge drin, aber zum Beispiel im Gegensatz zu der Macht der Stimme, wo halt konkrete Sprechübungen drin sind, wo wir ganz konkret man an etwas arbeiten kann, ist hier so eher so ein Einblick. Aber das ist auch so gewollt. Das hat auch die Frau Volkmann ja wunderbar auch kommuniziert, dass man da eher so Impulse geben möchte. Sie nennt es auch 21 Impulse für Haltung, Stimmung und Körpersprache. Daran erkennt man auch ganz gut, dass die Stimme eingebettet in Körpersprache und Haltung ja einfach nur ein Produkt des Gesamtorganismus ist, den man ja selber dann darstellt. Ja, das Buch ist entstanden aus Newslettern, was die Frau sozusagen oder das Volk gehauen hat, und entsprechend findet sich manchmal ein Tipp wieder, den man eigentlich schon gelesen hat. Das heißt, da gibt es ein paar Redundanzen. Das ist halt einfach so. Aber das ist aus der Natur geboren, wenn das wirklich so aus den Newslettern heraus gelesen, produziert wurde, dass da halt sich auch einige Sachen wiederholen, was auch nicht so schlecht ist, weil dann hält man das vielleicht ein bisschen mehr im Kopf. Ja. Was bei allen Büchern, die, sage ich mal, selbst verlegt sind, das Buch ist selbst verlegt, ein Problem ist, oder generell nicht bei selbst verlegten Büchern, ich würde sogar so weit gehen, auch bei den Verlagen, die halt jetzt sehr, sehr viele Bücher produzieren in letzter Zeit, weil es halt so schnell geht mittlerweile, sind halt, dass halt ein paar ja, Rechtschreibfehler drin sind und ein paar Fehler drin sind, die ja, das ist ein Lesefluss in der Stelle etwas drüben, ja, exemplarisch auch, falls die Frau Volkmann hier das Video sieht, ja, als Tipp dann für die nächste Auflage, also auf Seite 56, das hier beschreibende Art zu sprechen ist einfach. Ne? Also das wäre eine Sache, dass also dieses das, sondern die heißen müsste, und dann auf Seite 88, ich habe mir das aufgeschrieben, ist halt auch, ja genau, ein Publikum spiegelt uns Gedanken und kritische Stimmen wieder und wieder halt mit IDER geschrieben, also nicht mit IE geschrieben, also kleinere Fehler. Aber in der heutigen, den Eindruck habe ich halt selber, und das war bei meinem Buch nicht anders, dass man, dadurch, dass heute so viele Bücher auf den Markt kommen, dass man dann ein einwandfrei lektoriertes Buch kaum noch findet. So, das nur mal so als Anmerkung. Frau Volkmann sagt, und da gehe ich absolut konform mit ihr, man sollte halt keine berühmten Redner kopieren oder generell kein Verhalten kopieren, sondern man sollte halt wirklich eins mit sich sein und sich darstellen. Weil man hat eine einzigartige Persönlichkeit und sollte diese Persönlichkeit halt eben auch im Sinne der Ganzheitlichkeit, ne, dass man eben nichts obendrauf setzt, sondern wirklich man selbst ist, das dann auch präsentieren. Und das wird immer wieder gesagt, und das finde ich sehr gut. Und auch sehr gut finde ich, dass sie an die Eigenverantwortung auch in Streitgesprächen appelliert. Es geht dann so ein bisschen weiter ins Menschliche, auch sehr, sehr gut. Ein paar Sachen, die mir noch nicht so gut aufgefallen sind, wo ich sage, na, das finde ich eben nicht so gut, ist, dass das Buch eher für den, also nicht für die Medienlandschaft so ausgelegt ist, sondern für den tatsächlichen Kontakt. Da geht es zum Beispiel mit der Lautstärke einschätzen, dass man den Gegenüber sieht und dann automatisch dann das justiert, was natürlich, wenn ich jetzt hier mit der Kamera rede, völlig irrelevant ist. Auch dass die Tipps, die sie gibt, oft, sag mal, wenig konkret sind, und heutzutage kann man ja auch das Sprechtempo messen mit Wörter pro Minute oder so, und dass sie da sehr vage Angaben macht, was das Sprechtempo angeht, und entsprechend, wie ich schon sagte, das Buch eher so als Einsteigerlektüre, als ganzheitliche Einsteigerlektüre da gedacht ist. Ist natürlich schade, weil ich habe mir immer mehr erwartet, ich bei solchen Büchern was Konkretes und da ein bisschen, ja, wirklich in die Tiefe gehen, ganz speziell. Aber ja, das ist eben dann nicht der Fall gewesen. Dann gibt es noch so einen Test, den ich eigentlich mit euch machen möchte, was euch besser gefällt, weil da gehe ich auch nicht konform mit der Frau Volkmann. Und zwar geht es darum, welche Aussage gefällt euch besser? Zum einen, wenn ihr fragt mich, ob ich euch helfe heute. Ich sage, nein, ich kann euch nicht helfen, obwohl ich das eigentlich gern würde. Oder ich sage,
Ich würde euch total gerne helfen, aber ich kann leider nicht. Diese beiden Aussagen, überlegt mal kurz, was ihr angenehmer empfindet. Also Frau Volkmann ist der Meinung, dass man sagen sollte, ich kann dir nicht helfen, obwohl ich es eigentlich gern würde. Ich hingegen finde in der Kommunikation, gerade wenn es darum geht, dass man etwas Negatives aussagt, wo man den anderen vielleicht vor den Kopf stößt, erstmal auf eine gemeinsame Basis zu kommen, psychologisch gesehen, erstmal zu sagen, hey, ich würde dir total gern helfen. Ja? Und dann sagen, habe aber leider keine Zeit. Denn wenn man zuerst sagt, ich habe keine Zeit, bam, ist manchmal die Wand schon unten. Und in der Kommunikation ist es sehr, sehr wichtig, eine gewisse Basis zu erhalten. Für sie ist es aber dieses Aber halt dann ein Problem und sie stellt das so dar. Okay, kann man jetzt selber diskutieren. Ich bin mal gespannt, wie ihr da darüber denkt. Also für mich ist das halt, ja, nicht so. Muss ich einfach so sagen. Ja, also alles in allem ist das Buch ein sehr, sehr guter Einstieg für das Sprechen, für die Stimme, vor allem weil es halt auch so ganzheitlich rangeht. Wenn jemand noch nie ein Buch zum Stimmtraining oder so gelesen hat, kann ich das Buch zu 100% empfehlen. Wäre das absolut 5 Sterne für mich. Für jemanden, der, sage ich mal, schon andere Literatur gelesen hat, bietet das Buch nur punktuell neue Sachen und ja, ist dafür aber für einen sehr, sehr guten Preis zu haben. Von daher gebe ich für das Buch 4 Sterne und ja, kann es guten Gewissens empfehlen und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Lesen.